Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge aus Project Ascension. Heute versuchen wir mit unserem Iron Man Arcane Boomer Level 60 zu werden. Ich hoffe, in Winterspring ist nicht zu viel los. Wir sehen uns gleich, wenn es ein bisschen kühler ist. Let's go. Okay, wir haben jetzt noch ein paar Möglichkeiten, eventuell zu überleben. Ich denke, ich werde Vanish nehmen, weil in Winterspring kann es wirklich sein, dass da gut was los ist. Vanish ist einfach ein Panikknopf. Ich hoffe nicht, dass wir dann zu sehr gegen Dodgers spielen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich blöd. Aber Vanish ist erstmal ein guter Escape-Skill. Theoretisch könnten wir auch noch in zwei Leveln Aspect of the Beast nehmen. Mir geht es jetzt wirklich einfach nur darum, komplett zu überleben, Level 60 zu werden und dann zu respecken. Hier, die müssten jetzt neutral mir gegenüber sein. Ja, sehr gut. Das heißt, wir müssen ja nicht durchrennen oder uns durchkämpfen. Weil wir die zwei Quests gemacht haben, wo wir den Golf nahmen. Hier liegt schon ein Toter drin. Oh no. Okay, wir sind durch die Höhle durch. Und jetzt wird's kritischer. Der Mensch geht aber gut klar. Ich glaube, die muss ich gar nicht großartig töten, oder? Doch hier die Dan Watcher. Aber die sind auch hinten in so einem Lager. Da kann ich eher woanders hingehen, als sie versuchen hier zu farmen. Schön, schön. Der Damage jetzt. Ich glaube, das passt für hier. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Irgendwie werden wir das packen. So, Sicherheit. Okay, perfekt. Also wir nehmen jetzt erstmal alle Quests an. Und dann geht's in Winterspring richtig los, würde ich sagen. Wir gehen jetzt als erstes zu den Yetis. Und hoffen, dass da keiner rumrennt. Okay, let's go. Es klappt doch ganz gut hier. Irgendwelche anderen Leute sind gerade auch nicht in Sicht. Die Hälfte an allen Fällen habe ich schon mal. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Einmal hier wieder über die Map hovern. Nichts mit irgendeinem komischen Namen auf der Map zu sehen. So, droppen die jetzt vielleicht wenigstens letzte Fell hier. Komm schon. Na endlich. Ja, lang genug gedauert. Oh oh. Eieiei. Puh, das war eine Elite. Mal eben schnell hochräumen, bevor irgendjemand ankommt und mich dann absnackt. Ei, da habe ich es aber nochmal unnötig
Unnötig war das, da oben reinzugehen. Holy shit. So, da ist der letzte Schamane, der mir fehlt, um die Quest zu beenden. Perfekt, okay. So, Quest abgeben. 58. Jetzt müssen wir die hier töten. Das kriegen wir auch hin. Können wir das abgeben, glaube ich, ne? Wir haben jetzt bei denen genug Ruf sogar. Mutation. Timbermore Hold. Leider nicht. Oder? Take the Winterfall Riddle to the inside the Timbermore. Wir machen da Kugel-Eis einfach mal nach. Ah, guck mal hier. Kannst du das hier gebrauchen? Anscheinend. Wie viel Erfahrung gibt das? 8000. Na egal, machen wir einfach. Ah, da bei dem Bottich. Bestimmt zu zweit, wa? Level up. Jetzt müssen wir zurück. Okay. Gehen wir unten die Fullbox töten. 24 Fullbox noch. Aber durch die gehe ich zum Glück einfach durch wie Butter. Dan Watcher. Nur noch ein. Seid ihr. Da ist noch ein Dan Watcher. Wir haben es gleich, Leute. Der letzte Dan Watcher, der sterben muss. Okay, nichts wie weg hier. Quest abgeben. Und dann haben wir es. Wenn wir jetzt nicht mehr auf diesem Weg hier abgefangen werden, haben wir die Iron Man Challenge beendet. Mit einem Arcade Caster, der zwischenzeitlich richtig Probleme hatte, Gegner kaputt zu kriegen. Nach hinten raus ging es eigentlich. Wir müssen den Charakter jetzt definitiv umskillen. Vielleicht auch auf was ganz anderes. Das weiß ich noch nicht. Wow. Okay. Es war einige Male sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Iron Man Challenge besiegt.
Keep your feet on the ground. Wir haben's geschafft. So, wir porten uns jetzt nach Ironforge. Und werden gucken, was der Lohn für unsere Mühen war. Okay, Leute. Wir haben einmal den Ironclad Warwolf bekommen. Und wir haben hier so eine Ironclad Treasure bekommen. Und da ist jetzt alles drin, weswegen wir das gemacht haben. Seid ihr bereit? Erstmal 23 Gold. Der Gurubashi Zwergenzerstörer. Armschienen, eine Robe. Stiefel, ein Ring, Stiefel, Stiefel und ein Pad. Okay, Leute, die Kleine hat es geschafft. Wir sind erfolgreich durch den Iron Man Mode gekommen. Wie es jetzt weitergeht mit dem Charakter, werde ich mal sehen. Vielleicht skille ich komplett auf was anderes, vielleicht skille ich auch doch weiter auf Moonkin. Das werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall weiter Videos machen. Burning Crusade kommt ja auch dann bald raus. Da geht es dann weiter. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank bis hierhin, dass ihr mich so unterstützt. Und ja, wir sind Iron Man. Let's go. Ein kurzes Nachwort zu der ganzen Geschichte. Ich habe nochmal einen Horde-Charakter angefangen, den ich jetzt auf 60 gespielt habe. Und wahrscheinlich werden wir mit Burning Crusade Start noch einen Charakter anfangen. Und wir werden einfach mal sehen, was für Videos dann demnächst aus Burning Crusade kommen. Bis dahin und vielen Dank. Ciao.